Shalom, hallo, wir sind beim Unterricht zum Thema Pesach. Wir werden ausgewählte Auszüge aus den Quellen lesen und setzen von Punkt 23 fort. Die Fragen können im System Avud gestellt werden. Ausgewählte Fragen, die zum Material gehören, werden auch vorgelesen. Ja, es ist uns bereits klar, dass wir uns in dem Exilzustand uns befinden, und das nennt man Pesach, das ist im Übersprung. Das heißt, wir bequeren ihn, um in die Heiligkeit einzutreten. Von dem Mangel der Kenntnis des Schöpfers, was als Exil bezeichnet wird. Und zuvor gibt es noch Perioden, wo wir überhaupt nicht wissen, wovon die Rede ist. Wir haben nicht einmal diesen Mangel. Es gibt keinen Mangel in der Spiritualität, der Liebe und Geben und überhaupt. Und das ist noch vor dem Eintritt nach Ägypten. Wenn wir uns bereits in Ägypten befinden, dann fühlen wir, dass wir ein Bedürfnis haben, und diese Chisaron beginnt in uns, sich zu entwickeln für die Verbindung, für das Geben. Und wir fangen an zu suchen, wie wir dennoch in uns diesen bösen Trieb erkennen können, wie wir ihn erkennen, fühlen können. Und wir befinden uns in dieser Bewegung für ihn, in dieser Bestrebung, zu erkennen, zu suchen. Was ist das für eine Qualität, die man erkennen muss, wie Ägypten, um daraus zu entfliehen und dann anstelle dessen zu der Heiligkeit zu kommen, in das Land Israel, um zu geben. Das ist genau diese Periode, wenn der Mensch sein Verlangen zu empfangen klärt und beschließt, inwieweit das Böse in ihm keine Möglichkeit gibt, sich über diese Welt zu erheben, näher zum Schöpfer zu sein, an die Kraft des Gebens und der Liebe, und beginnt bereits zu fühlen, was dieser Bezug ist zu unserem Leben. Und die Empfindung des Schöpfers beginnt sich in ihm immer und immer mehr sich auszuprägen. Und das ist ein Zustand, der sehr langsam aufkommt, weil der Mensch das Ganze klärt. Und von uns hängt die Geschwindigkeit dieser Klärungen ab, wenn wir zum ersten Mal uns, wenn wir mit der Eigenschaft uns des Gebens und des Empfangens identifizieren, Verbindung und Trennung und so weiter, all das müssen wir durchqueren, all das müssen wir fühlen und uns bewusst werden, feinfühlig dazu sein, die Wichtigkeit dieser Zustände durchqueren, die wir untereinander fühlen, wenn wir uns näher zueinander fühlen, also näher zu der Erlösung, dem Austritt aus Ägypten, oder voneinander entfernt. Und gerade daran müssen wir fühlen, dass wir immer noch weit voneinander entfernt sind. Und wir befinden uns immer noch in dem Exil oder noch vor dem Exil, wenn wir nicht fühlen, dass wir leiden, weil wir voneinander getrennt sind. Sondern aber leben einfach dieses Leben, mit gewöhnliches gemeint, dass wir noch nicht einmal in Ägypten sind. Wir können zwar darüber reden, aber wir haben keinerlei Gefühle dazu. Also was können wir tun? Also tun wir das, was wir tun. Wir wecken
und selbst einmal am Tag, zumindest, indem wir uns selbst überprüfen. Nähern wir uns einander an oder entfernen wir uns voneinander? Wir sehen diese Realität, die die ganze Menschheit als Ganzes durchlebt, mit diesem Hass, Liebe, diesen Zusammenstößen zwischen Verbindung und Abstoßung. Und so befinden wir uns zwischen dem einen und dem anderen, also zwischen dem Hass und der Liebe. Und wir müssen wählen, wohin wir wollen. Und jedes Mal, also Tag für Tag, müssen wir uns selbst so betrachten, so wie es heißt, dass jeder Mensch muss sich so sehen, dass er, als ob er Ägypten verlässt, also sich selbst überprüft, inwieweit er sich im Austritt aus Ägypten befindet. Versteht er überhaupt, was das überhaupt ist? Versteht der Mensch, was das für ein Zustand ist? Sieht er, was ihm fehlt, um zu diesem Zustand zu gelangen? Und so permanent versucht er, das Ganze zu klären. Also zu spielen mit all diesen Kategorien, daran denken, fühlen, Eindrücke sammeln, sich darum sorgen, dass befindet er sich in Ägypten oder nicht? Ist er nah an den Austritt oder ist er noch weit entfernt? Und dass dieser Austritt aus Ägypten unmöglich ist, bevor wir uns verbinden, zumindest irgendwie. Und sogar wenn wir nicht so sehr verbunden sind, der Austritt ist genau das, dass wir zu dieser inneren Verbindung gelangen, wenn wir alle ein einziges Ziel haben und wir leben dieses Ziel, wir wollen uns diesem Ziel annähern. Und wir wollen, dass das in jeder Gruppe ist, in all den Gruppen, in alle unsere Organisation und wie wir von Balasulam gelesen haben, dass sich das auf die ganze Menschheit ausweiten wird. Und das ist im Wesentlichen das, was wir machen müssen. Unsere ganze Arbeit liegt darin, um uns diesen Zustand von Ägypten vorzustellen, wenn wir uns voneinander getrennt fühlen, entfernt, sogar wenn wir in dieser Abstoßung sind, nicht im Äußeren, dann, wenn nicht im Äußeren, dann im Inneren mit Sicherheit. Und wenn wir uns einander annähern, also das, was für uns wichtig ist, sogar wenn wir das nicht wertschätzen, dennoch ist es für uns wichtig, uns in einem Verlangen zu fühlen, in einer Absicht, in einem Bestreben. Wenn wir uns alleine vor dem Schöpfer befinden, der uns verbindet, der uns zu einer einzigen verbinden, dass es niemanden außer ihm gibt. Wenn wir diese Verbindung mit dem Schöpfer aufbauen wollen, dann müssen wir uns allererst miteinander verbinden. Und nur auf diese Weise. Und in dem Maße, wie wir miteinander verbunden sind, im selben Maße können wir uns auch mit unserer Wurzel verbinden. Das ist im Wesentlichen unsere Arbeit. Hier gibt es noch viele Einzelteile, bis wir diese nicht vollenden, werden wir aus Ägypten nicht ausziehen können. Deswegen lasst uns versuchen, diese so schnell wie möglich zu klären, beenden, vollenden, schnell, wenn wir uns alle verbinden miteinander und so mit dem Schöpfer, in dem Maße, wie das möglich ist. Und jeder muss den anderen dabei helfen, weil wir alle voneinander abhängig sind. Und in dem Maße, wie wir uns in unseren Zuwendungen uns verbinden,
werden, so werden wir uns an der Lösung annähern. Und die Erlösung kommt vom Wort Galut. Also der Galut, wenn man noch einen Buchstaben hinzufügt, Aleph, und das ist der Herrscher der Welt, wenn wir zu diesem Exil lediglich nur eins hinzufügen, also diesen Buchstaben, damit der Schöpfer sich zwischen uns aufkommt, wenn wir diesen Mangel in Verbindung fühlen, und die Erlösung ist, wenn der Schöpfer aufkommt, er leuchtet und füllt diesen Mangel in unserer Verbindung. Er füllt diese Leere, diesen leeren Platz, und dann fühlen wir ihn und wir fühlen ihn. Dadurch erreichen wir die spirituelle Welt. Und das nennt man der Austritt von dem Mangel der Empfindung des Schöpfers bis zu der Empfindung des Schöpfers, vom Mangel der Verbindung zwischen uns zu der Verbindung unter uns. Dann wird die Verbindung unter uns zum Kli. Und das, was dieses Kli, diese Füllung erreicht, bekommt, ist der Schöpfer, das Licht. Das ist das, was mit uns passiert. Aber man muss tagtäglich, Tag für Tag und mehrere Male am Tag wieder dazu kehren, um diesen Zustand, zu erwünschten Zustand zu bilden. Und den realen existierenden Zustand, und dass wir zwischen diesen zwei Zuständen uns selbst permanent überprüfen, indem wir sie aneinander annehmen. Okay? Also, okay, dann ein paar Fragen und dann der Text. Kiew 1. Ja, teurer Raf, Sie haben gesagt, dass die Verbindung zwischen uns, das ist das Kli, und die Fühlung, das ist die Fühlung von dem Schöpfer. Wie können wir anfangen, in unserer Verbindung zu differenzieren zwischen Kli und Licht? Inwieweit euch der Schöpfer fehlt, inwieweit euch dieses Kli fehlt. Das Kli ist die Verbindung zwischen uns. Wenn wir nicht verbunden sind, so kann sich der Schöpfer nicht offenbaren. In dem Maße, wie wir uns miteinander verbinden, umso mehr bauen wir dieses Fundament für die Offenbarung des Schöpfers, und das muss so deutlich wie möglich für uns werden, im Verstand und in unserem Gefühl und im Herzen, das irrational und emotional, rational und emotional. Dafür muss man diese Handlungen verrichten. Ich muss mich in einen Zustand versetzen von Erlösung, wenn ich mich mit den Freunden verbinde, und auf diese Weise korrigiert sich dieser Ort zwischen uns in diesem gemeinsamen Streben zueinander. Dort können wir den Schöpfer dann enthüllen. Baltikum 4. Guten Morgen, Rav. Wie sollen wir dann enttäuscht sein von den eigenen Bemühungen, wenn wir dann den Handlungen des Schöpfers entgegengesetzt sind? Manchmal wird man rausgeschmissen aus dem Land Ägypten und man beginnt die Arbeit von vorne. Das ist nicht so schlimm. Das Wichtigste ist, dass wir in Verbindung bleiben und machen unsere Handlung. Dass das weit entfernt ist, das ist nicht schlimm. Im Gegenteil. Und dass der Schöpfer zu den Menschen sagt, dass der Mensch entfernt ist, und der Mensch fühlt, dass er entfernt ist. Für sie verständlich kommt das vom Schöpfer, und gerade damit will er den Menschen annähern. Das heißt, dann beginnt der Mensch aus ganzer Kraft, versucht er, sich irgendwie anzunähern. Das heißt, gerade dadurch macht der Schöpfer solche Handlungen mit Menschen, die er annähern möchte, indem er ihnen das Gefühl schickt, dass sie weit entfernt sind, dass sie unerfolgreich sind. All das ist gut. Wenn gerade er diese weit entfernten annähert, dadurch kriegen wir unser Klingel, okay? Teil 4.
Rabbe, buongiorno. Buongiorno. Rab, hai detto che non ci troviamo ancora in Egitto, ma comunque. Rab, Sie haben gesagt, dass wir uns immer noch nicht im Ägypten befinden. Aber dort, wo wir uns befinden, befinden wir uns voll dort und müssen unsere Arbeit dort fortsetzen. Was ist der Unterschied zwischen dem Platz und dem Ort, wo wir uns befinden und die Arbeit, die wir dort tun, und Ägypten? Also der Ort, wo wir sein sollten. Es ist egal, in welchem Zustand ich bin. Ich muss mich selbst so betrachten, wie ich den Zustand erreiche, wo ich zur Verbindung strebe zwischen uns und zum Schöpfer. Und wenn ich dieses Bestreben habe, dann ist es bereits gut. Wenn ich leide dadurch, dass ich nicht in diesem Bestreben bin, das ist nicht so gut. Gerade so überprüfen wir, wo wir uns befinden. In Wirklichkeit, Ägypten, man kann sagen, dass es dann, wenn wir uns fühlen, dass wir nicht in der Lage sind, uns zu verbinden und wenn wir sehr wollen, aber können nicht. Und so, inwieweit wir die Form an sich der Verbindung überprüfen und die Form der Trennung zwischen uns. Ich möchte, dass das passiert. Und wofür möchte ich, dass dies passiert? Um dem Schöpfer zu enthüllen. Wofür brauche ich den Schöpfer? Damit es mir gut geht oder dadurch ihm Genuss zu bereiten. Und für mich selbst eventuell brauche ich absolut keinerlei Veränderungen. Und wenn ich anfange zu fühlen, was für mich wichtig ist, dass es mir wichtig ist, mich mit den Freunden zu verbinden, um den Schöpfer zu enthüllen, damit es ihm gut geht, dass ich ihm dadurch Genuss bereiten möchte, dass er zufrieden ist mit unserer Arbeit, sogar wenn er nicht ganz sehr sieht, dass das von mir ausgeht, nur damit es ihm gut geht. Dasselbe wie eine Mutter. Wenn die Mutter möchte, dass es den Kindern gut geht und sie kümmert sich nicht darum, dass sie sehen, dass das von ihr ausgeht. Nein, Hauptsache ist, dass es den Kindern gut geht. Und das ist, inwieweit wir uns dem annähern, was zu geben genannt wird. Und es gibt weitere Details hier. Wir müssen permanent darüber nachdenken, wie wir solche Zustände zwischen uns bilden, weil gerade zwischen uns entsteht dieses Exil und dann aus dem Exil bereits kommen wir zu der Lösung. Dem Austritt aus Ägypten. Der Austritt aus Ägypten, das ist bereits die Enthüllung des Schöpfers. Dann fühlen wir die spirituelle Welt und uns selbst so, wie wir uns in dieser Welt wiederfinden. USA Nordwest, Ost. Was bringt diese Kraft Moshe, sich in Israel aufzuwachen, noch vor der Verbindung zwischen ihnen? Der Moshe handelt in Verborgenen. Wir fühlen diese Kraft nicht, die in uns ist. Oder man kann es so sagen, dass jegliche unsere Bestrebung zur Verbindung, um Ägypten zu verlassen und uns selbst wiederfindend in diesem Bestreben zum Schöpfer oder vielleicht sogar ein wenig zueinander, all das ist die Qualität, die Kraft von was Moshe ist. Moshe ist die Kraft, die uns zieht, herauszieht aus Ägypten. Bat Paro.
die Tochter vom Pharao, welche ihn aus dem Fluss Nil herausgezogen hat. Ja, man hat ihn in diesem Fluss gefunden. Er war in diesem Fluss, als sie ihn aus dem Fluss herauszog, nannte ihn Moshe vom Wort, dass sie ihn herausgezogen hatte aus dem Wasser, Moshe. In Wirklichkeit, Moshe ist eine Kraft, Moshe, die das Volk Israel aus Ägypten herauszieht. Das ist alles. Also das ist dieselbe Kraft, die in uns entsteht und führt uns in Richtung der Kenntnis dessen, wo wir uns befinden, in welcher Sklaverei, in unserem Verlangen zu empfangen, wir uns befinden. Und zieht uns von dort heraus. Das ist Moshe. So. Екатеринбург. Das ist alles. Екатеринбург. Вопрос товарища. Пустоты связи между нами. Frage von einem Freund. Ist der leere Platz zwischen uns, ist da der Platz für ein Gebet? Ja, die Empfindung dessen, dass zwischen uns eine Entfernung gibt, wo wir nicht in, eng aneinander sein können, das ist der Ort in unserem Verlangen zu empfangen, welche uns auseinanderstößt. Und wir müssen diese Lehren füllen über unsere eigenen Kraft, in dem Maße, wie das möglich ist, indem wir uns miteinander verbinden. Und diesen Ort vorbereiten für die Enthüllung des Schöpfers, inwieweit wir dort diese Beziehung untereinander aufbauen, wie, wenn wir nah aneinander sind, wenn wir das nicht wollen, aber gerade durch diese gegenseitige Abstoßung und über dem in der gegenseitigen Annäherung, dass wir durch Kraft tun, wir bereiten diesen Platz vor für die Enthüllung des Schöpfers. Spain too. Ich meine in zwei. Buenos días, querido Rab. Rab, ja, guten Tag, Rab. Rab, wenn wir in Ägypten die keine Verbindung finden, inwiefern müssen wir dann den Schöpfer zwischen uns fühlen, damit der Auszug aus Ägypten stattfinden kann, beginnen kann? Wir müssen verstehen, dass wir einander nicht fühlen, nicht nahe fühlen, das ist genau dieses Exil. Das Exil, die Verstoßung aus der Verbindung zwischen uns und dem Schöpfer. Und in dem Maße, wie wir uns einander annähern, dadurch bereiten wir dieses Fundament vor für die Enthüllung des Schöpfers zwischen uns. Das heißt, in diesem Netz, und das Netz, das wir zwischen uns in unseren Beziehungen aufbauen und helfen einander, mehr und mehr näher zu sein in unseren Bestrebungen zum Schöpfer. Dadurch bereiten wir den Platz vor für die Enthüllung des Schöpfers, wenn allmählich er unter uns beginnt, sich zu offenbaren. Das ist unsere Arbeit in Ägypten. Tel Aviv 1. In Ägypten. Gelangen wir direkt zur Erlösung oder gibt es noch andere Zwischenstufen? Nun, das heißt Erlösung, dass wir aus der Macht unseres Egos austreten, wir steigen darüber auf und können dann bereits beginnen, um zu geben, zu arbeiten. Das heißt, in dem Maße, wie wir uns miteinander verbinden, können wir uns über unser Verlangen zu empfangen erheben und in der Verbindung untereinander
die Eigenschaft des Gebens entdecken. Und dies nennt man, außerhalb von Ägypten zu sein. Und direkt nach dem Auszug beginnt der Prozess der Erlösung? Ja, selbstverständlich. So wie im Exil gibt es viele Etappen, die 400 Jahre. Ja, wir müssen unser ganzes Verlangen zu empfangen überprüfen auf all den vier Stufen, inwieweit dies zwischen uns anwesend ist. Genauso gelangen wir zur Erlösung, indem wir uns über unser Verlangen zu empfangen erheben, auch indem wir Etappen durchlaufen bis hin zu der Endkorrektur. Das steht uns noch bevor. Und bezüglich dem Thema, dem Schöpfer Gins zu bereiten und Gutes tun. Zum Beispiel möchte ich meinen Freunden helfen, die Spiritualität zu erreichen. Ich möchte der Welt helfen, die jetzt leidet. Dieser Zusatz, Genuss zu bereiten, damit gut wird, das ist etwas Technisches, das noch verbleibt. Wie können wir diese Muskeln noch verstärken, damit dann Genuss zu bereiten nicht etwas Technisches wird, sondern etwas im Gefühl? Das ist alles, weil du noch nicht fühlst, dass der Schöpfer in die ganze Welt eingekleidet ist und es zeigt sich dir, dass er ist da oder nicht da, in gewissen Beziehungen zwischen Menschen oder Ländern, Völkern und überhaupt, dass er alles ausfüllt. Du musst versuchen zu sehen, dass der Schöpfer sich absolut in allem ist. Und deine Beziehung gegenüber all dem, was in der ganzen Welt passiert, kannst du ihn sehen. Das ist genau das, was wir eigentlich versuchen, diesen Ort vorzubereiten für die Enthüllung des Schöpfers. Gelad. Abschnitt Nummer 23. Einer, der Torah lernt, studiert, weil er an die Worte unserer Weisen glauben, die sagten, der Schöpfer sagte, ich habe den bösen Trieb geschaffen und ich habe die Torah als Gewürz geschaffen. Und dieses Gewürz wird dem Menschen gegeben, sodass er spürt, wie weit er von dem Schöpfer entfernt ist. Es folgt daraus, dass die Torah dem Menschen ein Kli, das heißt ein Gefäß gibt, damit der Mensch den Schöpfer bietet, ihn aus dem Exil zu befreien, das Exil im Ägypten genannt wird. Es ist bekannt, dass Mezariam, also Zarain wörtlich, bedeutet eifersüchtig, bedeutet, dass der Mensch keine Kraft des Gebens, sondern nur des Empfangens hat. Und obwohl er sieht, dass es unmöglich ist, sich dem Schöpfer, vor allem seinen anzunähern, bevor all seine Handlungen umzugeben wären, sieht er dennoch, dass es keine Realität gibt, dies ohne seine Hilfe zu erreichen. Keine Fragen. Okay. Jetzt lese noch einmal ein wenig ruhiger. Das heißt, dass die Worte der Weisen in Ruhe gehört werden müssen. Noch ein Punkt 23. Einer, der Torah studiert, weil er an die Worte unserer Weisen glaubt, die sagten, der Schöpfer sagte, ich habe den bösen Trieb geschaffen und ich habe die Torah als Gewürz geschaffen. Dieses Gewürz wird dem Menschen gegeben, um zu spüren, ja, wie weit er vor dem Schöpfer entfernt ist. Es folgt daraus, dass die Torah dem Menschen ein Glied, das heißt ein Mangel gibt, damit der Mensch dem Schöpfer bittet, ihn aus dem Exil zu befreien, das als Exil in Ägypten genannt wird. Es ist bekannt, dass Mezraim bedeutet Zarain oder eifersüchtig bedeutet, das heißt, dass der Mensch keine Kraft zu geben hat, sondern nur zu empfangen. Und obwohl der Mensch sieht, dass es unmöglich ist, sich dem Schöpfer
anzunähern aus, in seinen Handlungen, bevor sie zu Handlungen des Gebens werden. Und dann sieht der Mensch, dass es dennoch keine Möglichkeit gibt, es ohne seine Hilfe zu erreichen. Gut, Kiew. Ich habe geschrieben, dass die Tora ihm die Möglichkeit gibt, zu spüren, wie entfernt und wie weit er ist vom Schöpfer. Wie gibt uns die Tora diese Möglichkeit, das zu spüren? Die Tora, das ist das allgemeine Licht, das uns zulöscht. Das ist nicht irgendein abgedrucktes Buch, irgendwelche Erzählungen. Das ist das Licht, das uns leuchtet für die ganze Schöpfung, vom Schöpfer. Und in allgemeinem nennt man dies Torah. Genauer nennt man Torah das Licht, das den Menschen zum Ziel der Schöpfung vorantreibt. Und wir alle müssen dazu gelangen, um unser Verlangen zu empfangen, das der Schöpfer erschaffen hat, umzuwandeln, in das Verlangen umzugeben. Und diesen ganzen Prozess, den wir durchlaufen, wir machen das durch diese gemeinsame Kraft, die Tora genannt wird. Und dass wir verstehen müssen, sehen können, anerkennen müssen, dass was der böse Trieb, was der Schöpfer erschaffen hat. Wir können das nur mit Hilfe seiner Kraft verändern, wenn er uns zuleuchtet. Und dieses Leuchten nennt man Tora. Jedes Mal, wenn sie immer näher und näher zu uns kommt, und das hängt davon ab, wie viel wir uns mit der Quelle verbinden, und umso mehr wirkt dieses Licht auf uns und wir nähern uns der Eigenschaft des Gebens an. Und in dem Ausmaße werden wir dem Schöpfer ähnlicher und beginnen mehr zu verstehen, zu fühlen, wie seine Handlungen sind und inwieweit wir uns mit ihm identifizieren können und so weiter. Wie können wir jetzt beim Unterricht so bitten, dass er uns dieses Kli, diesen Hiseron zum Schöpfer gibt, diesen Mangel, dass wir diesen Mangel nicht besitzen? Direkt zu bitten, damit jeder aus seinem Herzen dann betet. Wir brauchen nichts anderes mehr, damit wir eine richtige Bitte haben, so dass wir bitten können, gemeinsam, inwieweit es geht, und die wahre und die notwendige Sache, dass wir gemeinsam sein wollen, damit wir genügend Kraft haben, Forderung haben, Bitte haben, Chisaron, also Mangel, indem wir das höhere Licht empfangen können, das, was der Schöpfer geben will. Das höhere Licht befindet sich in der permanenten Ruhe, in der konstanten Ruhe, so wie wir uns zum Beispiel in einem Meer befinden. Aber wir haben kein Kli, wir haben ja kein Glas, um jetzt Wasser daraus zu schöpfen. Das ist das Problem. Wir befinden uns mitten im höheren Licht, aber wir haben ja kein Gefäß, wo wir das empfangen könnten. Deswegen lasst uns bemühen, zumindest zu verstehen, was ist das richtige Gefäß. Jeder von uns ist wie ein kleiner schwarzer Punkt, wie ein Pixel. Und wenn wir uns trotzdem gemeinsam verbinden, irgendwie in der Gemeinschaft, dann bilden wir daraus auch das Klee. Das ist das, was wir benötigen. Uns zusammen zu verbinden. Ansonsten wirst du nicht in der Lage sein, irgendetwas zu machen. Uns zu verbinden, um das höhere Licht zu empfangen. Und seine Eigenschaft, seine innere Eigenschaft, sein Wesen ist der Schöpfer. Bo und Re, komme und siehe. So fängst du ihn an und beginnst zu
fühlen, zu verstehen, zu erforschen, wer ist dann denn mein Schöpfer? Ja, wir integrieren uns ineinander. Man fühlt die Freunde alle gemeinsam, die vereint sind. Aber dort gibt es, ich zumindest fühle dort nicht so einen großen Hisseron zum Schöpfer in dieser Verbindung. Ich fühle die Freunde, aber diesen Mangel, von dem es hier geschrieben steht, fühle ich nicht. Wie kann man diesen Mangel fühlen? Ja, aber das kommt nicht auf einmal. Du siehst ja, inwiefern die Menschheit überhaupt gar nicht danach strebt. Das offenbart sich dann allmählich. Wir müssen fordern und fordern und mehr fordern, die Enthüllung des Schöpfers zwischen uns, weil wir wissen wollen, müssen verstehen, wir wollen fühlen, ja, an wenn wir uns wenden, wie sollen wir uns richtig wenden? Wofür sollen wir das tun? Wofür sollen wir uns verbinden? Das benötige ich. Das kommt allmählich. Das ordnet sich. Auch wenn man nicht richtig bittet, all diese Sachen, der Hörer versteht die. So wie die Mutter ihr Baby, ihr Kind versteht, obwohl es nichts sagen kann. Aber jede kleine Bewegung füllt die Mutter. In Ordnung, soweit. Dann Türkei 2. Salam Rav. My friend is asking, which inner stage is not... Rav, mein Freund fragt, was ist das für eine Etappe dieser inneren Entwicklung von diesem Fluss Nil? Der Nil, das ist die Quelle von dem Verlangen, von dem das Leben kommt. Und das wird alles als Ägypten bezeichnet. Oder Mitzra. Mitzraim auf Hebräisch, Ägypten, Mitzra. Und so beginnt das Leben. Und daraus kommt nachher dann heraus. Alles beginnt vom Yetzera, vom bösen Trieb. Ja. Und diesen Willen zu empfangen, dürfen wir nicht ausradieren, sondern die Nutzung davon zu ändern. Ja, verehrter Herr, vielen Dank. Und diese Geschichte von dieser Abhängigkeit vom Pharao, das ist ja auch eine Geschichte über die Entwicklung, bis das Bewusstsein aufkommt, dass man in dieser Abhängigkeit ist. Das kann man auch eine gewisse Lösung nennen. Natürlich, liest die Geschichte in der Tora und du wirst sehen, und das ist nicht einfach so passiert. Das ist eine lange Geschichte, die 400 Jahre lang dauerte, ja, wenn die Söhne Israels im Ägypten waren, bis sie überhaupt hineingehen, bis sie sich dann dort dann organisieren und beginnen zu leben und nur ihr Leben mit dem Pharao, bis sie zu den Schlägen kommen. Und dann aus Ägypten aussehen, fliehen, das ist eine lange Angelegenheit. Das ist unser ganzes Leben hier. Dann, wie lange wie jeder lebt, bis er zur Spiritualität gelangt in seinen dann Reinkarnationen und allen Geschehnissen, die er durchlebt. Das ist alles Ägypten, bis wir überhaupt fühlen, dass man vom guten Ägypten zum schlechten Ägypten gelangt. Fliss. Bei mir, bei uns, wir haben einen großen Hisseron an den Schöpfer von unserer Verzweiflung, Kraftlosigkeit uns zu verbinden. Ist das ein Teil des Gebets? Kann man das so nennen? Wenn ihr verbinden wollt und könnt das nicht tun, dann ist es guter Mangel, wenn ihr versucht und offenbart, dass ihr nicht könnt, und diesen Mangel solltet ihr zum Schöpfer erheben. Und schau, dass wie wir das wollen, aber nicht in der Lage sein, und du musst uns helfen. Ja. Tel Aviv 4. Tel Aviv 4. Tadara, Bokir Tov.
Danke, Raf. Guten Morgen. Ich habe das Gefühl, dass diese sehr starke Abstoßung von diesem ganzen Prozess entsteht. Also das Gefühl, diese Abstoßung von der Verbindung und ein wenig das Gefühl der Verbindung. Also im Allgemeinen ist man will das Ganze nicht so sehr ins Tiefe fühlen. Wunderbar. Zuallererst, alles, was man fühlt, fühlt man. Das kommt ja alles vom Schöpfer. Und nun müssen wir prüfen, müssen sehen, was wir damit machen. Ja, weil das, was wir fühlen, das kommt von oben. Was tue ich jetzt mit dem, was ich fühle? Ich fühle eine Abstoßung. Warum? Ist das gut? Ist das schlecht? Was soll ich damit tun? Verbindung. Das Ziel, prüfe all diese Punkte, ja, all diese Ingredienten, und dann wirst du sehen, dass das alles insgesamt zu dir kommt, damit du diese Situation richtig zuordnen kannst und sehen, dass es ohne diese ist nicht möglich. Das Ganze kommt zu dir durch den Einfluss des höheren Lichtes auf dich, deswegen kläre das bitte auf und setze fort. Wie können wir, am Anfang des Unterrichts haben Sie gesagt, der Unterschied von Erlösung und Exil und Erlösung, der Buchstabe verändert diese Worte. Wie? Was ist damit gemeint? Es sollte das unter euch klären und besprechen, schaut, was in den Texten steht und bitte versteht, dass ihr mit dem Schöpfer zu tun habt. Und vor jedem stehen seine Freunde. Ja, und wenn ihr die Freunde nicht spürt, dann spürt er den Schöpfer nicht hinter ihnen. Also das, was für jeden Einzelnen den Schöpfer verdeckt, das sind die Freunde, weil er sie nicht nahe spürt. Und wenn er sie näher spürt, je näher er sie spürt, eben durch sie, durch die Freunde, in den Eigenschaften, die er offenbaren wird, wird er den Schöpfer offenbaren. Daraus folgt, dass mir die Gefäße fehlen, Klärungen fehlen, um den Schöpfer zu enthüllen. Und diese Klärungen bekomme ich dann von den Freunden. Ich habe das Gefühl, dass gerade nicht durch die Verbindung diese Kraft sich offenbart, sondern zwischen zwei Kräften. Das heißt, sie verbindet diese Kraft. Das spielt keine Rolle, das kannst du in diversen Arten spüren, aber de facto, inwiefern du dich dann mit den Freunden verbinden möchtest und durch sie den Schöpfer spüren, durch die Freunde und nicht alleine, nicht selber, so richtest du dich richtig ein, wirklich auf seine Enthüllung. Türkei 3. A question from my friend. You said all the light. Frage eines Freundes. Sie sagen, dass dieses Licht, das vom Schöpfer zu den Geschöpfen kommt, das nennt man die Torah. Was ist das Licht? Ist das eine gewisse Reinheit? Das ist der Wille und der Gedanke, dann die Menschen handeln und die richten den Menschen auf das Ziel des Lebens ein. Das heißt Tora. Kiew 2. Guten Morgen, Raf. Wir lesen oft solche Worte wie Tora, Gebote, und ich habe das Gefühl, dass in dem Artikel von Rabash und Bala Sulam mehr irgendwie, dass für uns die Tora, die Artikel von Bala Sulam und Rabash sind.
Natürlich, dass jede Sache, die die Kabbalisten uns erzählen, nur wieder dann zur Anhaftung mit dem Schöpfer gelangen soll, zur Enthüllung des Schöpfers gelangen sollen. Diese werden als Torah bezeichnet. Alle Handlungen, die wir dafür tun sollen, um den Schöpfer zu enthüllen in der Verbindung zwischen uns, ja, wo er sich offenbart, diese werden als Gebote bezeichnet. Mitzvot auf Hebräisch. Gebote. Es bedeutet, alle Handlungen der Verbindung, die wir unternehmen müssen, die werden als Gebote bezeichnet. Und jede Sache, die sich dann offenbart, wenn wir verstehen oder nicht verstehen oder enthüllen oder sogar gar nicht enthüllen, das wirkt auf uns als Resultat von unseren Verhandlungen, Anstrengungen. Das wird als Torah genannt. Здравствуйте. Вот тоже Es heißt in verschiedenen Orten auch, dass man für die Erlösung des Schöpfers bitten muss. In anderen Orten heißt es, dass man nicht für die Erlösung bitten muss. Und wenn er verhüllt ist, bin ich auch damit einverstanden. Wie kann man diese Dinge alle in Einklang bringen? Die Frage ist, wofür bittest du? Wenn du bittest, damit der Schöpfer sich offenbart, damit es dir gut gehen wird, damit du dann dein Verlangen dann fühlen kannst, zu verstehen, dein Verlangen zu verstehen, zu fühlen, dabei wirst du keinen Erfolg sehen, keinen Erfolg erzielen. Nur unter der Bedingung, dass du die Eigenschaft des Gebens enthüllen willst, nur unter dieser Bedingung wirst du in der Lage sein, den Erfolg zu erzielen. Es erscheint so, dass ein richtigeres Gebet ist das, wenn ich sehe das so, das heißt, wenn er verhüllt sein will, dann bin ich damit einverstanden, dann ist das mehr richtiger, als um seine Enthüllung zu bitten, weil für seine Offenbarung zu bitten, ist egoistisch. Richtig, richtig, in Ordnung. Andererseits seien die Kabbalisten, sie sagen uns oft, wie die Offenbarung zu bitten. Also, nein, wir wollen, dass der Schöpfer sich offenbart. Was bedeutet er offenbart sich? Offenbart sich als die Eigenschaft des Gebens. Was kann sich offenbaren? Ja, was kann er uns dann zeigen? Nur die Kraft des Gebens. Also, dass er unsere Gefäße korrigiert, sodass die Kraft des Gebens dann entsteht, auftaucht. Und das ist das, was wir benötigen. Gut. Gilad, wo warst du? 24. Bitte sehr. Weshalb ist das schwerwiegende Verbot, du sollst nicht das Brot eines Bösewichts essen, wegen Israel im Exil verblieb? Es ist so, wie es dazu sagt. Hatte Israel nicht von Brot der Ägypter gekostet, wenn sie nach Ägypten hinabstiegen, wären sie nicht im Exil in Ägypten geblieben. Exil heißt, das Volk Israel nicht arbeiten konnte, um den Schöpfer etwas zu geben, sondern nur, um für sich selbst zu empfangen. Dies wird das Exil aus Ägypten genannt, in Ägypten, wenn sie nicht aus ihrer Kontrolle heraustreten konnten und der Wille, für sich selbst zu empfangen, dominierte. Dies ist der Grund, warum der Zohar dazu sagt, dass wenn sie, als sie im Exil in Ägypten hinabstiegen, vorsichtig gewesen wären. Sie haben gefühlt, dass der Wille zu empfangen ihnen herrscht, und das haben sie als Exil bezeichnet. Nicht zu essen, was bedeutet nicht zu genießen. Was die Ägypter genießen, was den Bösewicht bedeutet, dass der Wille ist, für sie selbst zu empfangen, dann wären sie im Exil nicht unter dessen Kontrolle.
oder das Verlangen zu empfangen für sich selbst. Sie wäre nicht unter ihrer Macht gewesen, also im Exil. Daraus folgt, dass die Verbote dieses Bösewichts darin besteht, dass sein Brot ganz in der Absicht zu empfangen ist. Und dies veranlasst die gesamte Trennung der Heiligkeit. Und dies ist der Verbot von ist nicht das Brot dieses eines Bösewichts. Gut, ich sehe keine Fragen. Lass uns Rechovot fragen. Rechovot, bitte. Guten Morgen, verehrter Raf. Ich bin stecken geblieben mit diesem Verständnis von dieser Enge. Und ich fühle auch bei uns im Zähnen in so einem Zustand, den ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie ich die, oder was ich damit machen soll. Ich verstehe nicht, was du fragst. Frag bitte konkret, damit alle verstehen können, was du fragst. Ich möchte, was heißt dieser Bösewicht? Was ist dieser Bösewicht im Zähne? In der Praxis, in Zähne, das bedeutet, wenn ich meine Freunde egoistisch betrachte. Darf ich auch fragen? Inwieweit ist das Lesen und das Austritt aus Ägypten uns den Eindruck bekommen kann, dass wir, wo wir uns befinden, diese Erzählung? Schau mal, die Geschichte ist an sich lang und interessant. Es gibt sehr viele Feinigkeiten und Kleinigkeiten. Zurzeit haben wir noch keine Möglichkeit, die richtig zu sehen, richtig zu verstehen und das Ganze in unserem Verstand und Gefühl wahrzunehmen. Und aus diesem Grund ist diese Geschichte quasi noch ziemlich weit weg von uns entfernt. Wir können das noch nicht in uns da in dieser Geschichte einkleiden, aus der Beziehung zwischen uns oder Zuständen, die jeder durchgeht oder in den Szenen. Deswegen müssen wir da und dort einfach die Geschichte zu kennen, bis sich diese Geschichte dann davon bei uns dann sich einkleiden kann. Das Lesen an sich kann zu dieser Skula werden. Wundersamen Mittel. Das könnte gelesen werden, aber das Wichtige ist, dass das nicht zur Verwirrung bringt. Es ist wichtiger, das aus den Artikeln von Rabash zu verstehen oder aus den Auszügen, aus den Quellen, die wir lesen. Aber schließlich werden wir die ganze Erzählung überhaupt über den Auszug aus Ägypten oder überhaupt über Ägypten. Also jeder wird das bei sich oder in sich dann offenbaren, weil das ist dann der Zustand, bevor wir zur Erlösung gelangen und uns über das egoistische, über unseren egoistischen Willen erheben. Und so offenbaren wir und hüllen wir die neue Welt. In Ordnung soweit. Dann Petach Tikwa 35. Danke, Raf. Was heißt, er erschuf den bösen Trieb? Das bedeutet, dass der Schöpfer hat vor allem den bösen Trieb erschaffen und braucht nichts anderes als das, weil er an sich der gute Trieb ist. Daher hat einen Gegensatz erschaffen, damit um den Geschöpfen die Möglichkeit zu sein, entgegengesetzt zu sein, um ihn zu erkennen. Deswegen jede Sache, die dem Schöpfer entgegengesetzt ist, als böser Trieb bezeichnet wird. Vielen Dank, Graf. Spanien 2. Buenos días, querido Rab. Rab, dentro de la escena, ¿cuál es ese pan de los egipcios que no debemos comer y el kli de los egipcios que necesitamos? Guten Morgen, Rab, im Zähne. Was bedeutet dieses Brot der Ägypter, das sie nicht essen konnten? Welche Kelim der Ägypter brauchen wir? Wir dürfen, das bedeutet, wir dürfen nicht empfangen, um
Sie genießen mit der Eigenschaft des Empfangens. Tschechoslowakei 3. Verehrter Raff. Repeat, please. Bitte wiederhole die Frage. If we had not tasted the bread of Egyptians. Wie können wir uns diesen notwendigen Kelim erwerben, wenn wir von diesem Brot der Ägypter nicht gekostet haben? Du hast recht. Aber es kommt dann zu uns die Erkenntnis und Gefühl in Gefäßen des Empfangens, wenn wir das nicht in Gefäßen des wenn wir das nicht in Gefäßen des Empfangens dann empfangen können. Also wie werden wir aus Ägypten aussehen, wenn wir gar nicht dann schmecken können, was außerhalb von Ägypten dann existiert. Die Sache ist, wir verbleiben nicht in den gleichen Gefäßen wie damals in Ägypten. Wenn wir dann in unserem Willen zu empfangen verbleiben würden und jetzt einen Willen zu empfangen, wollen wir etwas außerhalb von Ägypten schmecken, dann hast du recht. Wie kann ich überhaupt wollen, verstehen, wahrnehmen, was außerhalb von Ägypten dann existiert, wenn ich dort nie gewesen und nie das geschmeckt hatte? Aber wir verbleiben nicht in den gleichen Gefäßen. In jenen Gefäßen in Ägypten, da spüren wir einen bitteren Geschmack und über diesen bitteren Geschmack wollen wir uns erheben und nicht, weil der bittere Geschmack uns bitter schmeckt, sondern weil wir weil wir jene Gefäße an sich nicht nutzen wollen. Deswegen wollen wir dann aus diesen Gefäßen rausziehen. Das wird als Ausdruck aus Ägypten bezeichnet. Nicht so, dass wir dann danach streben, das zu empfangen, was außerhalb von Ägypten befindet, diese schöne Nahrung außerhalb, draußen, sondern wir wollen das Kli selbst in Ägypten loswerden. Und das wird als Auszug aus Ägypten bezeichnet. Wenn ich mit den gleichen Gefäßen arbeiten würde und aussehen würde, die ich dann in Ägypten hätte, das würde nicht als Erlösung bezeichnen. Dann wären das die gleichen Gefäße, in denen ich etwas Neues schmecken würde. Das ja, aber in den gleichen Gefäßen, die Gefäße des Empfangens. Aber da haben wir was anderes. Ich wechsle meine Natur. Natur von Empfangen zur Natur des Gebens. Und deswegen, obwohl ich gar nicht weiß, was das ist, ja, um zu geben. Mir reicht es allerdings aus, Ägypten in der Eigenschaft des Empfangens zu spüren, dass es nicht gut ist und davon möchte ich weglaufen. Dann flehe ich dann in die Eigenschaft des Gebens. Aber dann gelange ich nicht sofort, nach ein paar Stufen gelange ich dann zur Eigenschaft des Gebens. Eine sehr schöne Frage. Gilad, wo waren wir? Wir lesen Punkt 25. Bitte sehr. Stattdessen sollte man wissen, dass ihm diese Abstiege gegeben wurden, um zu erkennen, dass es möglich ist, den Zustand des Aufstiegs zu würdigen. Aber während des Abstiegs kann man nichts davon erlernen. Während des Aufstiegs kann er allerdings eine wahre Berechnung machen und sagen, jetzt bin ich in einem Zustand des Glaubens und dies kann zu mir vom Schöpfer. Sonst würde ich sofort in einen Zustand der Eigenliebe verfallen. Wenn er diese Berechnung nicht macht und dem Schöpfer nicht dafür dankt, dass er ihn näher gebracht hat, stirbt er sofort. Es stellt sich also heraus, dass es unmöglich ist, wahre Freude aus der Annäherung an den Schöpfer zu erlangen. Es sei denn, er kann es würdigen, wie es oben gesagt wurde, wie der Vorteil des Lichtes aus der Finsternis heraus. Es folgt daraus, dass für die Geschöpfe
um die Begeisterung und Freude zu empfangen und zu spüren, diese Abstiege alle notwendig waren. Sie werden Exil genannt und dies wird Shechina im Exil oder Shechina im Staub genannt. Nur durch dies wird man die Kelim haben, um die Freude und Begeisterung zu verspüren. Ja, das bedeutet, den Zustand können wir aus diversen anderen Zuständen dann einschätzen, die vor und nach dem Zustand, von dem wir sprechen, dann kommen. Und deswegen sind wir in Exil und allmählich aus dem Exil enthüllen wir, was das bedeutet, empfangen und dass wir davon leiden, dass wir nicht, weil wir diese Eigenschaft nicht verbleiben wollen. Und dann bekommen wir eine kleine Leuchtung, zweite, dritte, vierte, ein bisschen mehr und dann sehen wir allmählich, inwiefern unsere Methode der Kabbalah dann fehlerhaft ist. Und wir wollen in der Eigenschaft des Empfangens nicht bleiben. Und dann beginnen wir dann diesen Vorteil des Lichtes aus der Dunkelheit zu enthüllen. Nicht so, dass wir etwas Neues da empfangen, aber die Tatsache, dass wir eine Dunkelheit befinden und fühlen mehr und mehr Dunkelheit in unserem Zustand, obwohl es eigentlich an sich nicht so schlecht geht, wir enthüllen, dass mir etwas fehlt. Ich kann mich darin nicht mehr befinden. Und dann ziehen wir aus dem Exil und wir entscheiden, dass es ein Exil ist und wir ziehen heraus und kommen zur Erlösung. Bitte noch einmal lesen. Wir lesen nochmal Punkt 25. Stattdessen sollte man wissen, dass ihm diese Abstiege gegeben wurden, um zu erkennen, dass es möglich ist, den Zustand des Aufstiegs zu würdigen. Aber während des Abstiegs kann man nichts davon lernen. Während des Aufstiegs kann er allerdings eine wahre Berechnung machen und sagen, jetzt bin ich in einem Zustand des Glaubens und dies kam vom Schöpfer zu mir. Sonst werde ich sofort in einen Zustand der Eigenliebe verfallen. Wenn er diese Berechnung nicht macht und dem Schöpfer nicht dafür dankt, dass er ihn näher gebracht hat, stirbt er sofort. Es stellt sich also heraus, dass es unmöglich ist, wahre Freude aus der Annäherung an den Schöpfer zu erlangen, es sei denn, er kann es würdigen, wie es oben gesagt wurde, wie der Vorteil des Lichts aus der Finsternis heraus. Es folgt daraus, dass für die Geschöpfe, um die Begeisterung und Freude zu empfangen und zu spüren, dass diese Abstiege alle notwendig waren, sie werden Exil genannt. Und dies wird die Shechina im Exil oder Shechina im Staub genannt. Nur durch dies wird man die Kelim haben, um die Freude und Begeisterung zu spüren. Das heißt, wir haben keinen Ausweg. Wir müssen jeden Zustand fühlen, in dem wir uns im Abstieg befinden, im Abfall, der Exil heißt, bis wir erkennen, dass alle diese Abstiege dadurch herkommen, dass wir nicht verbunden sind und es zwischen uns den Schöpfer nicht gibt, als die verbindende Kraft zwischen uns. Der ist nicht da. Und nachdem wir bestimmen, dass das so ist, da sehen wir den Auszug aus Ägypten, den Aufstieg. Gut? Petach Tikva 13, bitte.
Und was ist der Unterschied zwischen im Willen zu empfangen, zu leiden oder dadurch, dass ich keine Kelim des Gebens habe? Es gibt Leiden, die süß sind, und es gibt Leiden oder Plagen, die keine Hoffnung haben. Es gibt verschiedene Formen von Leid. Frauen, Internet bitte. Frage von Kap U3. Wie sollen wir uns über unsere Kurzsichtigkeit in Bezug zu anderen erheben? Was ist die beste Handlung im Zehner? Sich zu verbinden, ohne zu schauen auf das, was uns stört. Weiter. Gruppe Hebrew, was hilft uns dabei zu verstehen, dass wir Unterstützung oder Rettung brauchen, von unserem Willen zu empfangen, welcher in uns existiert? Mehr und mehr zu lesen und zu sprechen. Ich kann nicht sagen, was uns stört. Es stört unser Ego, das sich überall zwischen uns befindet. Dass wir diese Plätze zwischen uns reinigen müssen und das höhere Licht, den Schöpfer bringen müssen. Wenn er leuchtet, dann wird es diesen bösen Trieb zwischen uns nicht geben. Der böse Trieb ist dem Schöpfer entgegengesetzt. Weiter. Von der Moskauer Gruppe 8 wird geschrieben, im Zitat 23, 33, dass es keine Wirklichkeit gibt, ohne seine Hilfe weiterzukommen. Wie können wir mit diesem Gefühl auch nach dem Unterricht weiter bestehen? Ich habe das nicht verstanden. Frage zum Auszug, dass es keine Realität gibt, ohne seine Hilfe zum Erhabenen zu gelangen. Wie kann man weiter in diesem Empfinden auch nach dem Unterricht bleiben im Laufe des Tages? Das ist alles von euch abhängig, wie ihr einander gegenseitig haltet. Das ist von den Freunden abhängig, wie die Freunde dieses Gefühl, dass sie wirklich sich befinden, in Verbindung untereinander und diese Verbindung verstärken können zwischen sich, bis sie in dieser Verbindung den Schöpfer entdecken. Der Schöpfer versteckt sich nur, weil wir im Mangel an der Verbindung zwischen uns verlieren. Und dort müssen wir ihn entdecken. Zuerst gab es ein Kli. Der Schöpfer hat dieses Glied zerbrochen, hat das egoistische Verlangen gezeigt. Und dieses egoistische Verlangen versteckt, verhüllt den Schöpfer, lässt ihn nicht entdecken. Und wenn wir gegen diesen Willen zu empfangen arbeiten, der uns trennt, so reinigen wir diesen Platz vom Willen zu empfangen. Man müsste richtiger sagen, statt dem Willen zu empfangen, korrigieren wir ihn zum Willen zu geben und entdecken den Schöpfer tarachmal mehr als im Kli vom Adam Rishon. Im Kli von Adam Rishon gab es eine kleine Erleuchtung, aber sie war ausreichend, um alle Teile zu verbinden, alle Verlangen zu empfangen, zu verbinden. Das ist der Adam Rishon. Das ist der Adam Rishon vor der Sünde, vor dem Sündenfall. Und wenn wir dieses egoistische Verlangen korrigieren zwischen uns, dass es zur Verbindung wird, von Hass zur Liebe, dann entdecken wir dieses Verlangen, das Schöpfer heißt, Wille zu geben, den wir zwischen uns stellen, das Verlangen nach Verbindung. Tarach mal mehr, 620 mal mehr. Wann wird das 620 mal mehr entdeckt? Im Zerbruch. Und wir korrigieren das während unserer Arbeit, durch unsere Arbeit. Weiter.
Ich sage aus Sochi, im Sinne offenbart sich immer das Böse und Versuchung, über uns und über diesen zu erheben. Der Prozess scheint ein andauernder Prozess zu sein. Wie kann man schon bereits ausziehen, sodass wir generell bereits überhaupt aus Ägypten ausziehen können, damit das nicht nochmal passiert? Man muss fortsetzen, weitermachen. Man muss diese Arbeit fortsetzen, bis wir entdecken, das, was uns wirklich trennt, der böse Trieb ist. Und das ist der Pharao, der uns nicht verbinden lässt. Und wir müssen davonlaufen vor ihm, flüchten vor ihm, das heißt uns erheben, über den Willen zu empfangen. Das heißt Auszug aus Ägypten. Dass wir uns abtrennen von unserem Willen zu empfangen, das ist Auszug. Und danach, wenn wir ausgezogen sind, dann wird das ganze Böse, das wir hatten, im Willen zu empfangen, der uns getrennt hat. Und das tun wir alles ins Gute verwandeln, indem wir alle diese Verbindung zwischen uns bauen, auf der Basis von Pharao, diese Aviyut, diese Dichte, verwandeln wir in Klarheit. Weiter. Unity 3, was ist der wahre Genuss von der Annäherung an den Schöpfer? Wie können wir diese Annäherung wertschätzen? Das habe ich doch jetzt gesagt, der ganze Wille zu empfangen, der verschwindet nicht, sondern tut sich nicht verflüchtigen, sondern wir bauen auf dem die Absicht zu geben auf. Und das heißt, aus der Finsternis wird das Licht kommen. Petachtikwa, wir möchten das Licht anzünden, einschalten und die Verbindung zwischen uns erwecken. Aber die Freunde halten können, ist nicht lange über längere Zeit im Gebet festzuhalten. Was soll man tun? Wir müssen uns bemühen, da kann man nichts machen. Und ihr werdet sehen, dass das möglich ist. Ihr habt eine große Kraft und eine große Anzahl, eine respektvolle Anzahl. Und wir kommen, und die wird man mehr und mehr vergrößern, oberhalb von allen Störungen und allen Abtrennungen. Ihr habt nicht mehr als den Willen zu empfangen, den allgemeinen, den irdischen, und einen sehr primitiven, der lässt euch ihm zustimmen, aber mit der Kraft, sich über ihn zu erheben, und auf diesem Wege werdet ihr den Schöpfer entdecken. Ja, weiter. Ja, vielen Dank, auf das war's. Gut, was haben wir noch gelernt? Auszug 26. Israel 26. Wenn Israel im Exil sind und wohnt, ist die Schechina bei ihnen. Das bedeutet, dass wenn jemand in einem Abstieg fällt, auch das Spirituelle in ihm absteigt. Aber entsprechend der Regel, eine Mitzvah induziert eine Mitzvah, weshalb kommt es in einen Abstieg hinein? Antwort, ihm wird ein Abstieg von oben gegeben, dass er spürt, dass er im Exil ist und um Gnade bittet, um ihn aus dem Exil zu befreien. Das wird als Geula, Erlösung, bezeichnet. Und es kann ja keine Erlösung geben, wenn es davor kein Exil gegeben hat. Wir lesen noch einmal aus 26. Israel, welche im Exil wohnen, mit ihnen befindet sich die Schechina. Das bedeutet, dass wenn ein Mensch zu einem Abstieg kommt,
so ist die Spiritualität bereits auch in seinen Augen abgestiegen. Und gemäß der Regel, dass ein Gebot, ein weiteres Gebot nach sich zieht, so warum kommt er zum Abstieg? Antwort: Man gibt dem Menschen von oben einen Abstieg, um ihn fühlen zu lassen, dass er sich im Exil befindet und damit er um Gnade fleht, dass man ihn aus dem Exil befreit. Das bedeutet Geula, hebräisch Erlösung. Und es kann keine Geula, Erlösung geben, wenn es nicht vorher Galut, also das Exil, gegeben hat. Haifa 3, bitte. Hallo allerseits. Der Zustand des Aufstieges, ist das im Wesentlichen ein Zustand des, der Verbindung mit dem Schöpfer? Natürlich, Petach Tikva 4, bitte. Okay, wenn nichts gibt, dann Gilad, lesen wir noch ein bisschen weiter. Auszug 27. Es ist nicht möglich, aus dem Exil Ägyptens herauszukommen, bevor man nicht ins Exil eingetreten ist. Es kann nur dann geschehen, wenn wir aus dem Exil herauskommen. Und darüber erzählt uns der Herr der Sage, Haggadah, dass wir wissen müssen, dass zu Beginn unsere Väter, Vorväter, Götzendiener waren, Götzen angebetet haben. Das heißt, dass sie im Exil unter der Herrschaft der Götzenanbetern gewesen sind. Und dann hat der Schöpfer unsere Väter sich angenähert. Nichtsdestotrotz, wenn sie nicht gefühlt hätten, dass sie unter der Herrschaft der Götzenanbeter gewesen wären, so kann man nicht sagen, dass der Schöpfer sie an sich angenähert hat. Denn nur dann, wenn der Mensch sich als vom Schöpfer entfernt fühlt, so kann man sagen, dass der Schöpfer ihn dann kann man es behaupten, dass der Schöpfer ihn annähert. Denn es muss immer das, was das muss immer die Abwesenheit vor der Anwesenheit sein. Denn die Abwesenheit ist das Kli, welches einem mangelt. Das Kli und die Anwesenheit ist das Licht, welches die Anwesenheit um die Finsternis füllt. Gut, das ist uns klar. Wir lesen jetzt 28, bitte. Auszug 28. Es ist nicht möglich, aus dem Exil zu kommen, bevor man sich nicht im Exil befindet. Und es ist bekannt, dass die heilige Tora etwas Ewiges ist und für jene alle Generationen gilt. Außerdem heißt es hier in der Sage Haggadah, besser Geschichte, dass der Mensch soll sich in jeder Generation so selbst wiederfinden, als wäre er vor dem Auszug aus Ägypten. Aus diesem Grund müssen wir die Bedeutung des Exils kennen, in welchem wir uns befinden. Und jede Generation muss von diesem bitteren Exil fliehen. Belarus, Weißrussland, bitte. Darauf kann ich eine Frage stellen zum Auszug 26. Es wird geschrieben, dass wenn der Mensch zum Abstieg gelangt, so ist auch die Spiritualität für ihn im Abstieg. Was heißt das? Was heißt ein Aufstieg und Abstieg gegenüber der Spiritualität? Bezeichnen wir das so. Es heißt, das Geben, Verbindung, das ist nicht wichtig. Das heißt Abstieg. Wenn diese zwei Werte, wenn ich nach denen mein Leben messe, nur danach. Gut. Also lesen wir 29, bitte. Moment, wir haben noch Sichon 2.
Darf ich auch eine Frage zum, zum Auszug 26 stellen? Es ist geschrieben, es wird einem Menschen von oben der Abstieg gegeben, um fühlen zu lassen, dass er sich im Exil befindet, damit er darum fleht, dass man ihn aus dem Exil herausholt. Also das Gefühl, die Bitte, folglich ist die Bitte bereits, ist die Bitte im Prinzip aus dem Exil rauszukommen, bereits die Erlösung? So, jetzt nicht philosophieren. Willst du dich verbinden, willst du geben, dann, wenn du ein bisschen darunter bist, heißt das, dass du die Erlösung verlangst, die Geula. Das heißt, ich will den Schöpfer, ich will das Geben, die Kraft des Gebens, dass das zwischen uns und allen Teilen der Schöpfung herrscht. Das ist genügt nur das Verlangen. Ja, genau so ist es. 29, bitte. Auszug 29. Es ist geschrieben, und erinnere dich daran, dass du ein Sklave in Ägypten warst. Und wer sagt denn, dass ein Sklave, dass ein Sklave zu sein so schlecht ist? Denn es gibt Menschen, welche Sklaven sein möchten. Wie es heißt, der Sklave sagt, behauptet, ich liebte meinen Herrn. Das heißt, gemäß der Größe an Leid und Qual, welche man im Exil fühlt, in dem Maße kann man auch Freude von der Erlösung erhalten. Das ist so wie Licht und Kli, Gefäß. Das heißt, dass jenes Leid, welches sie ertragen, aus einer bestimmten Sache, jenes Kli ist, welches in der Lage ist, das Licht zu empfangen, wenn es sich von dem Leiden, von den Leiden befreit. Das heißt, Galut und Geula können überall sein, das Exil und die Erlösung. Auf jedem Platz kann das sein. Wenn ich mein Verlangen nicht verwirkliche, heißt das Exil. Wenn ich ihn ja verwirkliche, dann heißt das Geula, Erlösung. Gegenüber meinem Leben, gegenüber der Spiritualität, das Verlangen, dass ich ausziehen will, um zu empfangen, das ist Galut, das ist Exil, in dem ich mich befinde, wo ich nicht ausziehen kann, austreten kann. Und heute befinden wir uns im Exil, ob ich mich im Willen zu empfangen befinde. Und wenn ich mich in ihm befinde, wenn ich das empfinde, dann fühle ich, dass er mich erwürgt, dass ich ihn nicht leiden kann, nicht ertragen kann. Das heißt, ich befinde mich im Exil. Wenn ich aber entdecke, dass alle meine Verlangen alle egoistisch sind und ich nichts tun kann, außer mich über sie zu erheben, dann heißt das, dass ich bereit bin für die Erlösung. Und dann schreie ich, dass der Schöpfer mich herausholt von dort, weil ich nicht fähig bin. Ich habe das einige Male probiert, aber ich schaffe das nicht. Dann schreie ich zum Schöpfer, dass er mir hilft, von dort wegzugehen. Und so zieht man aus dem Exil in die Erlösung. Wie? Indem von oben die Entdeckung des Schöpfers kommt. Der Unterschied zwischen Galut und Geula im Hebräischen, das ist ein Buchstabe, der Buchstabe A, Aleph. Und das ist das Symbol des Schöpfers, der Herrscher der Welt. Und so geht man aus dem Gefühl des Exils raus. Das heißt, das Gefühl des Exils, dass ich im Willen zu empfangen bin und alle meine Verlangen nur um des Empfangens willen sind und die Erlösung ist für mich, dass ich möchte im Geben sein. Jetzt ist die Frage, ob wir uns dort befinden bereits oder nicht. Irgendwie, mit irgendwas schon dort sind. Mit irgendwas sind wir dort, mit irgendwas sind wir nicht dort. Aber wenn wir uns untereinander verbinden miteinander, dann sind alle unsere Neigungen auf die Verbindung ausgerichtet, die einer durch den anderen durchgehen. Das reicht dann schon. Das reicht schon, um auf das wir vom Schöpfer fordern können, dass wir aus dem Exil ausziehen. Ich allein kann das nicht, bin nicht fähig dazu. Dann kann das der Zweite tun oder der Dritte tun. Einer hilft dem anderen.
Und dann stellt sich heraus, dass wir etwas Vollkommenes verlangen. Die 10 Teile unseres Parzuf, der zerbrochen ist, der bekommt die Korrektur von oben und wird nicht zerbrochen sein. Und in ihm wird sich der Schöpfer offenbaren. Und das ist die Erlösung. Und durch den Auszug aus, zum Auszug aus Ägypten. Petach Tikva 19, bitte. Danke, Rav. Im Auszug 27 steht geschrieben, jedoch wenn sie nicht gefühlt hätten, dass sie unter der Herrschaft der Götzenanbeter gewesen wären, kann man nicht sagen, dass der Schöpfer sie quasi erlöst hat. Wie können wir verstehen, was Götzendienst ist, wenn wir nicht wissen, was Altruismus das Geben ist? Denk darüber nach, das sind alles deine Erklärungen. Es kann dir niemand erklären, kann dir niemand erzählen. Du musst an deine Arbeit, an deine Tätigkeiten, an den Zustand deines Lebens denken, wie weit du geführt wirst durch dein Ego, wie weit du nur an dich und nicht an den Zehner denkst. Alles liegt vor dir. Und aus dem heraus wirst du sehen, wie sehr du dich der Erlösung annäherst oder nicht. Und trotzdem, bei allem kannst du fordern vom Schöpfer, dass er dich dort herausholt. Wenn man aus Ägypten auszieht, dann gehen alle heraus dort, alle verlangen, auch die, die es nicht wollen, die nicht zur Erlösung gelangen wollen. Mag Israel. Danke. Доброе утро, Раф. Доброе утро. Guten Morgen, Raf. Guten Morgen, Weltli. Die Frage eines Freundes: Der Prozess der spirituellen Entwicklung und der Eintritt in Ägypten, das Befinden in Ägypten und der Auszug aus Ägypten, müssen wir verstehen, was notwendig ist, was unwichtig oder wichtig ist. Was ist dann so wichtig? Ich verstehe nicht ganz, was er fragen wollte. Er soll das vielleicht mal untersuchen, diese Frage, und dann die praktisch nochmal stellen. Türkei 3. Ja, lieber Rav, die Frage vom Zehner. Im Auszug 28 ist die Rede vom Begriff Generation und Generation. Was ist damit gemeint, wenn man von Generation spricht? Zustände, die es im Menschen gibt. Karmiel, bitte. Danke, Rav. Ich sitze hier seit 2:30 gemeinsam mit den Freunden, versuche mich zu verbinden, versuche mich in sie einzuschließen, mich mit dem Unterricht zu verbinden, ihnen zuzuhören und den Freunden aus der Welt. Und mein Herz und meine Gedanken werfen mich in alle verschiedensten Richtungen. Ist es eine Art Exil? Ist es dieses Laster, das Gefühl des Exils? Wir lernen jetzt, was die Definition vom Exil und die Definition von der Erlösung sind und wodurch wir aus dem Exil in die Erlösung hinausziehen. Es kann sein, dass der Mensch in einem Zustand in seinem Leben ist und das ist nicht sein und das ist kein Exil. Der Mensch bestimmt selber, was Exil für ihn ist. Wenn ich in meinem Leben mich befinde und mir alles gut ist, dann ist das doch nicht das Exil. Dann kann es sein, dass ich im Gefängnis bin, aber ich fühle nicht, dass das ein Gefängnis ist. Und da kann ich nicht sagen, dass ich mich im Gefängnis befinde. Und es kann sein, dass ich in irgendeinem Königspalast mich befinde. Und ich bin selber der König, der in seinem Palast ist. Aber plötzlich fühle ich, dass ich aus diesem Palast nicht rausgehen kann. Ich muss dauernd berichten. Ich muss meine ganze Armee mitnehmen, meine Leibwächter mitnehmen, die mich behüten. Und sogar in meinem Palast, in meinem Königspalast, fühle ich mich wie im Gefängnis. Das ist alles abhängig gegenüber dem Menschen, wie er das bestimmt.
Ich bin jetzt beim Unterricht, ich bin hier, ich möchte hier sein, ich möchte mich mit den Freunden verbinden. Ich bin jetzt noch nicht in der Lage. Du hast offenbar nicht genügend daran gearbeitet, um dich an die Freunde anzunähern. Und gemeinsam mit ihnen musst du fühlen, dass du dich bereits in der Entwicklung der Erlösung befindest. Also was kann ich noch dem hinzufügen? Was kann ich tun? Alles, was dich mit den Freunden verbindet, kannst du hinzufügen. Alles, was dich mit den Freunden verbindet, das musst du durchführen, um zu fühlen, dass du entweder im Exil oder in Phasen der Erlösung bist. Das ist unsere Pflicht, das müssen wir durchführen. Mehr haben wir nicht im Leben. Nur das zu klären. Und durch diese Klärung sehen wir das Ganze, dann ändern wir das Ganze, unser ganzes Leben, auch das irdische Leben, das weltliche Leben. Ist das klar? Zentrum 1, bitte. Ich habe Sie jetzt sagen hören, dass wir eine füreinander auch Notwendigkeit nach Erlösung, das Gefühl des Exils ergänzen können, einander darin vollständigen können. Alles können wir eine für den anderen ergänzen. Und sogar, es gibt Säuglinge, es gibt kleine Kinder, es gibt Kinder, es gibt junge Erwachsene, es gibt alte Menschen. Das ist, alle existieren in einer Welt und unterstützen einer den anderen. Und das ist die Welt für alle. Und wenn wir uns alle vereinen, dann heißt das, dass wir zu einem Parzuf gelangen. Also so genauso müssen wir das verstehen, dass alle Eigenschaften, alles, was unsere Freunde haben, das ist alles, was wir brauchen, um uns zur Verbindung zwischeneinander und zur Erlösung zu bringen. Petach Tikva 29, bitte. Danke, Rav. Was ist die Unterscheidung des Sklaven, welcher seinen Herrn liebt? Das ist noch nicht für uns. Noch eine weitere Sache. Erinnere ich daran, dass du ein Sklave in Ägypten warst. Welchen Bezug hat das in der Zeit der Vorbereitung? Zur Zeit der Vorbereitung kannst du dich noch nie an nichts erinnern, weil du ein Sklave bist. Das heißt, dass wir bereits den Willen zu empfangen in Richtung des Gebens bringen. Das sind bereits sehr fortgeschrittene Stadien. Gut, also wir haben diesen Abschnitt beendet, kommen zum nächsten Abschnitt, Klipa von Ägypten. Das machen wir dann morgen. Gibt es noch Fragen von Frauen? Ich glaube nicht. Nur etwas, was dazu thematisch dazugehört, ne? Nein, Rav, keine Frage. Gut, so habe ich das gefühlt. Also wir gehen zum nächsten Abschnitt über und singen vorher ein Lied. Behind the curtains of the story told, behind the faces of the meek and bold, above the good and bad, the right and wrong, there's hope for a brighter dawn. We've learned to breathe without a breath of air. We've learned to run on roads that lead nowhere. Now is the time for us to rise above and learn what it is to love. We all open our
There's a song that plays, and in our hands we have a choice that waves. Together rising high above.